Hallo meine Freunde und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Ich habe jetzt mal, glaube ich, für 3 Wochen kein Video gemacht, was nicht bedeutet, dass ich nichts getan habe, aber es war jetzt nicht allzu viel Filmenswertes dabei, sage ich jetzt mal so einfach, weil das, was ich jetzt zurzeit mache, ist ja der erste Teil der Platte von, weiß ich nicht, 3 oder 4 Bauabschnitten. Im Groben ist soweit hinten durch. Das hatte ich ja schon mehrfach erwähnt, dass ich mich da so langsam am Ende nähere. Und jetzt kommen wir natürlich an die Feinheiten. Das heißt, jetzt kommen so die Kontakte rein, die Signale rein, die Verkabelung unten drunter und. Und da gibt es natürlich jetzt nicht allzu viel zu sehen. Ich werde natürlich schauen, dass ich immer irgendwo was dazu bringe, so wie hier eben, wo ich den Red-Kontakt oder auch Read-Kontakt, kann man verschieden nennen jetzt, ist egal, gelötet habe und mal ganz kurz so eine Farbprobe gezeigt habe von der Lok mit einem Reinigungswaggon hinten dran. Das habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich weiß gar nicht, ist ja egal. Und ja, da habe ich das also zusammengelötet. Nur als Beispiel, ich habe da einige von den Dingern machen müssen, weil an jeder Weiche kommt das sozusagen an jeden Ausgang, wie wir jetzt hier an dem Beispiel hier oben sehen. Ja, da fummel ich gerade das Kabel durch. Das ist manchmal ja nicht so einfach, dass man da durch diesen Kork noch mit durchfummelt nach dem Lochbohren. Ich mache ja auch keine Riesenlöcher, sondern so, dass es gerade passt irgendwo. Kommt sozusagen auf jede Seite so ein Kontakt. Ich werde wahrscheinlich zu diesem Thema Read-Kontakte werde ich nochmal ein separates, einzelnes Video bringen, wo man vielleicht mal im Detail die Schaltung bespricht, wie wir das Ganze lösen können, dass das automatisch umschaltet. Viele werden es vielleicht wissen, manche nicht. Ist ja egal, kann man ja gucken oder auch nicht. Und da werde ich das wahrscheinlich nochmal vorstellen, genauso wie auch das Video noch kommen wird zu der Wendeschleife, wo ich mal drum gebeten wurde in einem Kommentar. Da kommt also auch noch ein Video dazu und wie gesagt hier auch. Ich arbeite mit diesen Read-Kontakten ja so ganz gern, weil ich ja zwar digital fahre, aber ich will irgendwo die Bresche schlagen zwischen dem Digitalen und dem Analogen. Ich mag nicht diese Gleisbelegmelder einbauen. Ich will kein vollautomatisches Fahren machen. Ich möchte also selber meine Züge steuern. Das Digital dient bei mir eigentlich nur dazu, dass meine Züge, sage ich mal, im Stand beleuchtet sein können, dass die sauberer und ruhiger fahren und dass ich mehrere auf einmal fahren kann. Ansonsten diesen ganzen, ich bezeichne es jetzt mal Quatsch da, dass das alles automatisch fährt, das will ich nicht. Aber gut, das kann jeder machen, wie er will. Ich möchte es zumindest nicht. Jetzt mal ganz kurz weiter zu diesen Magneten. Unter der Lok, die habe ich da sozusagen eine Lücke reingefräst. Das war ein bisschen tricky, aber das habe ich ganz gut hinbekommen. Und dann setze ich den im Grunde genommen nur rein, wie wir jetzt hier gesehen haben. Und mache dann ringsherum diese Wolfram-Knete, wo ich vorhin mal das Bild drin gemacht habe. Das muss vielleicht mal zurückspulen, da habe ich gerade was anderes erzählt. Und dann wird das hier so eingeklebt. Da oben sehen wir es nochmal. An der oberen Lok ist es richtig. An der roten habe ich es auch schon gemacht. Muss aber noch nachbearbeitet werden. Ich möchte das noch flacher drunter haben. Also so, dass die Knete sozusagen nicht weiter raussteht als der Magnet. Ganz einfach, dass das so plan und so flach wie irgend möglich. Eingeknetet habe ich das deswegen. Ich habe ja was gefräst aus dem Ganzen und möchte damit eigentlich den Gewichtsverlust wieder wettmachen, denn die Wolframknete ist ja schwer, die dient ja dazu, dass man da ein bisschen Gewicht wieder reinkriegt in die Lok und kann das ja an irgendwelche Stellen kneten, wo man Platz findet und da die Lok ein bisschen schwerer zu machen, weil wir in der Sportzeit ja das Problem haben mit den Haftreifen. Und deswegen mache ich da Gewicht drunter. Das kommt auch oben wieder hinter die Fenster. Aber das ist ein anderes Thema. Hier geht es jetzt wirklich nur um das Einkneten des Ganzen. Ich habe es hier nur grob dargestellt. Ich habe das natürlich noch verfeinert, wie man das auf der Lok wie hier gut sehen kann, wenn man es mal ins Bild halten würde. Jawohl, da ist es. Man sieht den Platz, der ist da. Und das ist wichtig, gerade wenn man über Weichen fährt, wo man doch so ein bisschen Kleinmaterial drunter hat. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt hier noch nicht 100% beendet, das ist noch nicht fertig, aber ich wollte mal die verschiedenen Arbeitsschritte zeigen. Die untere Lok, die bin ich so halbwegs mit zufrieden und die beiden anderen oben, Mitte und oben, werden dementsprechend nachbearbeitet.
Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den Stromanschlüssen und Untergrundlicht. Das war ein sehr zeitraubendes Unterfangen. Ja, weil ich gerade untergelesen habe. Also ist egal. Und ja, Kabelkram, das kennt ihr alle selber, die das machen, die das halbwegs. Also ich bin kein Freund von hochakkurat verlegten Kabeln mit diesen von den Ringbüchern da, die Rücken da anzukleben und da die Kabel durchzumachen. Nee. Also sie soll ordentlich verlegt sein, es muss klar sein, wo die Kabel lang gehen, wie sie verlegt worden sind und so weiter und so fort. Das möchte ich haben. Also ich, wie gesagt, ich lege nicht ein Kabel Millimeterchen neben das andere und das mache ich nicht. Es muss übersichtlich und funktional sein. Also wenn ich später was machen möchte, möchte ich wissen, wo welches Kabel hingeht. Deswegen kommen da auch so kleine Fähnchen immer noch an die wichtigen Kabel. Wenn ich sage, hier geht es, wie man lesen kann, Fahrstrom Mitte, Fahrstrom links, dann ist auf der anderen Seite, dann steht dann wieder Eingang Mitte und so weiter und so fort. Und dann, wo die Kabel weitergehen, ein kleiner Baum, wo das dann hinläuft und so weiter und so fort, das sehe ich. Aber wie gesagt, ich lege die nicht exakt mit irgendwelchen Sachen da auf. Nee. Alleine schon nicht, weil ich sowieso nicht unter meine Platte komme. Das kennt ihr ja, ihr wisst ja, dass da unten zu ist, weil das ja die Schrankanlage ist. Und ordentlich verlegen, ja, aber auf die Spitze treiben, nein. Und wie ich mal auf vielen Videos schon gesehen habe, das machen sowieso nur die wenigsten, die das wirklich da so hoch akkurat legen. Ja, jeder wie er Spaß hat, jeder wie er zurechtkommt, sage ich immer. Und mir macht das so Spaß, das muss vernünftig aussehen und es muss irgendwo langlaufen. Und ich möchte später warten können, ohne dass ich da irgendwo stehe, muss an einem Kabel zupfen und mein Sohn vielleicht fragen, wackelt's, kommt da was an, ist es das Kabel oder sowas? Das möchte ich nicht. Also wie gesagt, wenn ich da ein paar Meter von diesem Kettenband verklebe, ist mir das auch relativ egal. Wichtig ist, dass ich später finden kann und dass dann werde ich mir wahrscheinlich kürzere Codes einfallen lassen, wenn da Beleuchtung von irgendwelchen Bahnsteigen, dann B1, B2 oder was weiß ich, da werde ich dann entsprechend schon mir was einfallen lassen und eine Liste mit an die Anlage legen, sodass es überhaupt kein Problem sein wird. Ja, hier sehen wir noch ein paar rumhängende Kabel, das habe ich also alles nachher noch behoben. Das war also eine Wahnsinnsarbeit, das alles irgendwo in irgendeine Form reinzubringen, funktional zu halten. Dann habe ich was angeschlossen, dann zeigt mir mein Controller, dass ich einen Kurzschluss habe. Ja, den finden wir zum Schluss noch raus und so weiter. Ja, dieser Aufkleber, der hier links und rechts bezittelt, das soll nicht bedeuten, dass ich nicht weiß, wo links und rechts ist, sondern das soll mir nur sagen, bis wohin der Fahrstrom links und ab wo der Fahrstrom rechts und später wo der Fahrstrom Mitte angeschlossen ist, so dass ich das dann immer wieder an der Bahn erkennen kann. Aha, alles ab hier nach links, ab hier ist rechts. Dafür ist das gedacht, für nicht mehr. Ich habe es hier reingeschrieben in wunderschönen Grün. Ich bitte zu entschuldigen das Geflackere von meinen LEDs. Ich kann es mir nicht erklären, warum das in den Videos immer wieder auftritt. Ich hatte es ja den vorigen auch schon gehabt. Wahrscheinlich, ich meine, ich werde ja nicht noch 1000 Aufnahmen von dem Wendel machen. Wir sehen, das funktioniert. Die Lok kriegt dann ihre 5 Waggons hoch und das sind die schwere Waggons. Die haben alle nochmal ein Gewicht drin. Das klappt, das funktioniert. Meine kleinen Kletterkünstler zeigen hier auf ganzer Linie, was sie können. Und das wollte ich bloß damit nochmal zeigen. Und ansonsten gucken wir uns noch einfach im Grunde genommen hier den kleinen Testfahrt an von meiner BR216, was ich irgendwo zu meiner Lieblingslok jetzt hier erkannt habe. Ich mag die Dinger wirklich sehr, sehr, sehr. Die sind robust, die sind stark, die sind, das ist einfach, ich mag sie alle. Ne? Hier sehen wir jetzt nochmal die automatische Umschaltung der Read-Kontakte hier oben. Einmal da, wo gerade die Lok ist, einmal hier weiter unten auf dem Gleis. Wenn die Lok dann drüber fährt, schaltet es die Weiche entsprechend automatisch um. Das habe ich nur gemacht, falls ich mal vergesse zu schalten oder ein rotes Signal überfahre, dass dann die Lok sozusagen das Ganze für sich einschaltet und oder umschaltet und dann auch nicht ins Leere fährt oder entgleist oder irgendwo runterfällt und so weiter und so fort. Ja, hier fährt sie wieder ein in den Wendel. Und ja, den ganz sauber, sicherlich kann ich dann noch an der einen oder anderen Stelle an so einer Mutter hier was nachregeln, wo ich sehe, oh, hier ist ein bisschen noch was zu machen. Ich habe hier auch schon, ehrlich gesagt, mal ein, zwei Waggons verloren auf diesem Wendel. Aber das ist ja so ungewöhnlich auch nicht. Ich habe zwar versucht, das alles schön ordentlich zu bauen, aber wir Betreiber der kleinen Spur, wir kennen das alle. Und von der Seite, denke ich mal, ist das alles im grünen Bereich hier irgendwo drin. Mein Testwendel, mein Reinigungswendel, das habe ich euch ja schon mal in einem anderen Video gezeigt. Und ja, mit diesen Bildern, jetzt kommen vielleicht noch 2, 3, 4, 5 Bilder hinten dran, möchte ich mich für heute verabschieden von euch.
und fürs Zuschauen bedanken. Bist du noch kein Abonnent von mir? Mach's doch einfach. Macht Spaß, wenn ein paar Leute sich das Video angucken. Ansonsten freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Ich meine, man gibt sich ja Mühe, man versucht das Ganze schön zu gestalten und ein bisschen informativ zu machen. Wenn Fragen sind, rein in die Kommentare damit. Ich versuche immer auf die Fragen und Kommentare einzugehen. Und ansonsten sage ich, mach schön gut, bis zum nächsten Mal. Dein Aquapinter, aka Uli. Tschüss.